Universitätsmedizin Rostock auf MV1. Gesundheit fördern, erhalten, wiederherstellen. Kennen Sie Kopfschmerzen? Kopfschmerzen, die immer wieder kommen und lange bleiben? Dann sind Sie damit nicht allein. Jede dritte Frau und jeder fünfte Mann leidet regelmäßig an Kopfschmerzen. Auch Kinder sind betroffen. Die Fachwelt unterscheidet mehr als 200 verschiedene Arten von Kopfschmerz. Die häufigsten sind Migräne und Spannungskopfschmerzen. Auch wenn die Ursachen noch nicht vollständig bekannt sind, gibt es wirkungsvolle und gute Methoden, um die Schmerzen zu behandeln. Solche Tage kennt Karin Schneider gut. Alles soll gleichzeitig erledigt werden. Keine Zeit für Pausen und zum Essen, stattdessen reichlich Kaffee. Sie schafft, was von ihr erwartet wird und zahlt den Preis dafür. Immer öfter ist sie gereizt, unkonzentriert und erschöpft, kann den Feierabend nicht genießen. Kopfschmerzen machen ihr zu schaffen. Medikamente helfen nicht. Die erste nächtliche Attacke trifft sie völlig unvorbereitet. Sie erwacht von heftigem, pulsierendem Kopfschmerz. Die gesamte linke Kopfhälfte ist betroffen. Stirn, Schläfen, Augen, sogar die Zähne tun weh. Dazu die Übelkeit. Über 2 Tage hält der Zustand an. Sie möchte sich verkriechen. Licht und Geräusche setzen ihr zu. Typische Anzeichen einer Migräne. Doch das ahnt sie noch nicht. Wir gehen bei der Migräne von einem sogenannten Diathese-Stressmodell aus. Das heißt, wir haben eine Veranlagung, mit Migräne zu reagieren. Und wir brauchen aber einen aktuellen Stressor, der diese Migräne dann auslöst. In der Regel können es Nahrungsstoffe sein. Wir wissen, dass bestimmte Rotweinsorten Migräne auslösen können. Es ist aber häufig der Stress, den wir am Tag erleben. Und da ist es ganz interessant, dass es nicht die Belastung, die Stressspitze ist, die den Migräneanfall auslöst, sondern das Runterkommen, also wieder die Entspannungsphase. Deswegen ist Migräne so eine typische Post-Stress-Disorder, also eine Erkrankung, die dadurch ausgelöst wird, dass ich in die Entlastung, in die Entspannung hereinkomme. Sie kann sich die Schmerzen nicht erklären, versucht es mit Selbstbehandlung, aber nichts hilft. Die nächtlichen Attacken kommen immer wieder. Der lang hinausgezögerte Arztbesuch bringt die Diagnose: Migräne. Das kann man am besten so erklären, dass im Migräneanfall die Gefäße ganz weit gestellt werden, vor allem die Hirnkranzgefäße, die um den Kopf herum positioniert sind. Und gleichzeitig werden bestimmte schmerzmodulierende Bereiche, die wir alle brauchen, im Kopf lahmgelegt. Durch diese Weitstellung der Gefäße entstehen Schmerzreize, und wenn die jetzt durch diese fehlende Schmerzmodulierung im Kopf nach oben geleitet werden, entsteht der Migräneschmerz. Bei vielen Betroffenen haben sich spezielle Migränemedikamente bewährt, sogenannte Triptane. Sie verengen bei einem Anfall die Blutgefäße und hemmen Entstehung und Wahrnehmung des Schmerzes. Auch Karin Schneider verschaffen sie bei einer Attacke Linderung. Sie würde jedoch gern weniger Medikamente nehmen. Als sie von einer Studie zur nicht-medikamentösen Behandlung von Migräne liest, wird sie neugierig und meldet sich dafür in der Universitätsmedizin in Rostock an. Guten Tag, Frau Schneider. Eine Methode ist ja die Akuttherapie. Das ist ja das, was Sie schon machen, ne? Mit den Tabletten, die Sie nehmen, wenn Sie einen Anfall haben. Und die andere Methode untersuchen wir jetzt hier nochmal, also sprich die Prophylaxe. Wir wollen versuchen, Migräneanfälle tatsächlich zu verhindern. Gezielte Entspannung durch progressive Muskelrelaxation soll den Betroffenen helfen, anders als bisher mit Stress umzugehen. Progressive Muskelrelaxation ist an sich ein Entspannungsverfahren, das gut für Einsteiger geeignet ist, weil es eben mit einer Aktion verbunden ist. Also ich spanne die Muskeln an und lasse dann erst los. Ich muss nicht die ganze Zeit in mich gekehrt sein und mich auf etwas konzentrieren, sondern ich kann was machen. Forscher konnten in vielen Studien zeigen, dass PMR bei Migräne in der Lage ist, zu helfen, also dass Migräneanfälle verhindert werden. Nun wissen wir noch nicht ganz genau, woran das liegt. Und ich versuche einfach mit meiner Studie die Mechanismen dahinter besser zu verstehen und kombiniere das mit einer EEG-Ableitung und möchte eben zeigen, dass diese Entspannung, dass sich das Entspannungstraining im EEG auch zeigen lässt. Über mehrere Wochen wird regelmäßig geübt, hier in der Gruppe und allein zu Hause mit einer CD.
Am Ende soll jeder in der Lage sein, sich auch im Alltag in sich zu kehren und innerhalb weniger Minuten gründlich zu entspannen. Sie fühlen sich irgendwie besser. Das ist nach 2-3 Wochen, dass es oft so ein Gefühl gibt, mir geht's jetzt besser. Und die Häufigkeit der Migräneanfälle, die reduziert sich ja langfristig. Da kann man eigentlich im Kurs wenig zu sagen. Also das zeigt sich dann meistens in der zweiten EEG-Ableitung, die wir nach dem Kurs machen, dass wir dann mal so feststellen, ja stimmt, es ist weniger geworden. Das hat auch Karin Schneider erfahren. Sie führt ein Kopfschmerztagebuch und hat so ihre Migräneauslöser und Warnzeichen erkannt. Sie spürt eine Migräneattacke, bevor sie ausbricht. Heißhunger auf Schokolade zum Beispiel ist ein untrügerisches Anzeichen. Immer wieder gelingt es ihr, durch rechtzeitiges Entspannen einen Anfall zu vermeiden. Herr Dr. Buchmann, auch Sie kennen Kopfschmerzen zur Genüge, und zwar als behandelnder Arzt. Sie behandeln Kinder mit Kopfschmerzen hier in der Ambulanz der Klinik für Psychiatrie und Neurologie im Kindes- und Jugendalter an der Universitätsmedizin Rostock. Wie oft kommt das denn tatsächlich vor, dass schon Kinder Kopfschmerzen haben? Ich kann sagen, dass jedes Kind, die Jugendlichen einbezogen, einmal, manchmal mehrfach im Leben Kopfschmerzen hat. Und was kann ich dann tun als Elternteil, wenn mein Kind einfach mal so Kopfschmerzen hat? Zunächst das, was die Familien früher immer schon getan haben, also Zuwendung, Annahme des Kindes, Trösten, natürlich in Abhängigkeit vom Alter. Dann gibt es das, was Hausmittel heißt, die aber sehr gut funktionieren, Kälte oder Wärme oder durchaus auch einmal das Kind zu Bett legen für eine halbe Stunde oder zu sagen, die Kopfschmerzen werden wieder weggehen, wir können nun zusammen etwas spielen, wir können zusammen etwas machen. Das ist erstmal das Einfachste. Und wann kann ich auch eine Tablette geben und was für eine? Haben die Eltern ein gutes Gefühl? Es ist nur kurzzeitig, es ist wenig Kopfschmerz, es ist etwas, was halt jetzt passagier auftritt. Kann man durchaus zum Beispiel Nurofensaft einmal geben oder ein Zäpfchen mit Paracetamol. Aber das nicht häufig. Sie sagen, wenn die Kopfschmerzen passagier sind, das heißt, das sind sie nicht immer bei den Kindern. Es gibt auch Kinder, da kommt es häufiger vor. Wann ist denn dann der Zeitpunkt, dass ich zum Arzt gehe? Insbesondere wenn die Kopfschmerzen, wie gesagt, nicht nur einmal alle 2 Monate auftreten, sondern mehrfach die Woche länger dauern. Und als zweites wichtiges Zeichen, wenn andere klinische Symptome, wie wir es nennen, dazukommen, also zum Beispiel Blitze vor den Augen, Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen, Lähmungen, Anfälle im Sinne epileptischer Anfälle, also etwas. Dann sollte man sehr, sehr vorsichtig werden. Und zu wem gehe ich dann? Wenn das der Fall ist, dann sollte primär der Kinderarzt oder der kinderärztlich versorgende Hausarzt aufgesucht werden. Und der muss dann entscheiden, wie es weitergeht. Der muss rausfinden, was hinter dem Kopfschmerz steckt. Was kann das denn sein? Da müssen wir unterscheiden zwischen sogenannten primären und sekundären Kopfschmerzformen, also eher sehr gefährlichen sekundären Kopfschmerzformen, wie zum Beispiel Hirntumor, Blutung oder Sauerstoffmangelversorgung im Gehirn, Entzündung. Die sind selten, das muss man ganz deutlich sagen. Aber sie können natürlich gefährlich sein. Das sind insbesondere dann Kopfschmerzen, bei denen andere klinische Symptome mit auftreten, wie ich sie vorhin genannt habe. Und das entscheidet dann der entsprechende Kollege. Die häufigeren Kopfschmerzformen, über die die meisten Familien ja berichten oder womit die meisten Kinder kommen, die sind nicht gefährlich. Das sind zum Beispiel Kopfschmerzformen wie Migräne, der Spannungskopfschmerz, dann der Kopfschmerz durch Belastung in der Schule, in der Familie, oder Kopfschmerzen, die bei Verspannungen im Schulter-Nacken-Kopfbereich der Muskeln auftreten. Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn, also wenn zum Beispiel Schulstress, Ängste dahinter stecken? Wenn so etwas dahinter steckt, dann hat man die Möglichkeit, mit sogenannten verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, das ist eine Form der Psychotherapie, zu arbeiten. Dafür wäre zum Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiater, Kinder- und Jugendpsychotherapeut dann der weitere Ansprechpartner. Und bei einer Migräne? Die Migräne wird heute primär auch kombiniert behandelt, das bedeutet pharmakologisch und dann auch mit anderen Möglichkeiten, zum Beispiel der Entspannungstherapien. Und die Medikamente dazu sind dann auf die jeweilige Migräneform abgestimmt. Aber es können auch zum Beispiel Verspannungen dahinter stecken, haben Sie gerade gesagt. Wie finde ich das denn heraus?
Dazu ist es dann sinnvoll, dass ein manualmedizinisch ausgebildeter Kollege möglichst auch mit den osteopathischen Verfahren aufgesucht wird. Das sind viele Orthopäden, das sind viele allgemeinärztlich tätige Kollegen und inzwischen auch eine ganze Reihe von Kinderärzten. Und was passiert dann? Die können dann spezifisch nach dem, was sie finden, also zum Beispiel bei Kindern, die eine Spange bekommen haben und die Kaumuskulatur seitendifferent arbeitet, solche Triggerpunkte, die tun hier seitlich am Kopf weh, in den Muskeln finden und behandeln. Die können die Muskelverspannungen behandeln, die können die Halswirbelsäule behandeln, weil dort Funktionsstörungen, wie wir es nennen, auftreten kann. Ist es denn nun so, dass ich ganz klar sagen kann, das Kind hat diesen oder jenen Kopfschmerz? Sehr viele Kinder haben, genauso wie die Erwachsenen, kombinierte Kopfschmerzformen. Also wir haben ein wenig muskuloskeletal mit Triggerpunkten, dazu eine Belastungssituation in der Familie und dazu Zeichen für eine kindliche Migräne. Das ist sehr häufig. Wir nennen deswegen das Ganze auch ein kindliches Migränoid. Und dann muss man je nach Symptomen die Therapie zusammenbauen, also variieren. Und diese Möglichkeiten sind dann häufig eine Kombination von verschiedenen Methoden. Wir haben die Möglichkeiten der Verhaltenstherapie, der Entspannungstherapie, der pharmakologischen Therapie, der manualmedizinisch-osteopathischen Therapie. Dazu kommen dann verhaltenstherapeutische Techniken und dazu kommen dann auch Techniken wie zum Beispiel spezifische Entspannungsverfahren wie Biofeedback. Und was das bedeutet, herzlichen Dank, eine bessere Überleitung hätte ich gar nicht bekommen können. Biofeedback, das zeigen wir Ihnen jetzt. Sie haben ja überwiegend auf der linken Seite Ihre Kopfschmerzen und dann macht es Sinn, dass wir einfach diese Seite auch verwenden. Biofeedback gilt mittlerweile als eine erprobte und nebenwirkungsfreie Methode zur Behandlung von Migränekopfschmerz. Die Patienten lernen, unbewusste Körperfunktionen wahrzunehmen und zu beeinflussen. Es gibt eine gute Möglichkeit, nicht medikamentös vorzugehen, indem man versucht, die Gefäße im Migräneanfall zu tonisieren. Beim Biofeedback versucht der Patient erstmal durch Versuch und Irrtum in einer Phase, wo er keine Kopfschmerzen hat, die Gefäße aufgeheißt oder das Gefäßsystem aufgeheißt zu verengen. Das geht, indem man bestimmte Dinge denkt. Also manche denken zum Beispiel, sie würden in der Wanne baden bei der Kälte. Bei diesem sogenannten Vasokonstriktionstraining gibt ein Sensor an der Schläfenarterie Auskunft über den Durchmesser dieses Blutgefäßes. Das klappt bei Ihnen ganz ausgesprochen gut. Der Patient kann also sehen, wie sich seine Gedanken auswirken. Ziel des Trainings ist es, bei den ersten Anzeichen eines beginnenden Anfalls den negativen körperlichen Abläufen der Migräne schnell und zuverlässig entgegenzusteuern. Und so einen Anfall zu verhindern oder zumindest deutlich zu verkürzen. Auch als Entspannungstraining zur Migräneprophylaxe hat sich das Biofeedback bewährt. Ein Sensor misst die Leitfähigkeit der Haut und damit den jeweiligen Erregungszustand. Ob zur Entspannung oder zur Verengung der Gefäße im Akutfall, Biofeedback ist schwerer, als es aussieht. Jeder muss für sich die Gedanken finden, die wirken. Die unmittelbare Rückmeldung ermöglicht aber eine schnelle und effektive Überprüfung der jeweiligen Strategie. Es genügt jedoch nicht, wenn es einmal gelingt. Viel Übung und regelmäßige Auffrischung sind nötig. Ziel des Trainings ist es, dass es auch ohne Computerrückmeldung klappt. Ein Einsatz, der sich lohnt. Das haben verschiedene Studien belegt. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ihnen alles Gute, auch einen klaren und schmerzfreien Kopf. Machen Sie es gut.